Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Eine weitere Folge Papa kocht. Ey, wie soll ich sagen? Ungewöhnliches Setup heute. Outdoor-Content. Man kann es hören, wir sind an der Straße in Itzstein im Areal 82. An alter Wirkungsstätte tatsächlich. Hier hinter ist ja mein altes Studio. Und hier komme ich immer ganz gerne her, wenn es draußen gegrillt wird. Und heute habe ich tatsächlich was ziemlich Geiles für euch mitgebracht, weil, ihr wisst das nicht, aber ich habe tatsächlich so ein leichtes Hobby. Ich mache ganz gerne mal eine Pizza. Und bis heute hat mir tatsächlich immer der richtige Pizzaofen dafür gefehlt. Die Zeiten sind vorbei. Der Tefal Pizza Pronto hat nämlich Einzug gehalten bei uns. Und ich will euch gerne mal zeigen, wie man in diesem geilen Gerät, das sich deutlich von dem, des Wettbewerbs unterscheidet, richtig geile Pizzen backen kann. Ihr dürft dabei sein, wenn ich ihn auspacke. Ich habe ihn selber noch nicht probiert, aber ich habe schon ein paar Videos dazu gesehen und so. Mir hat es richtig gefallen. Deswegen ist er heute hier. So, wir packen mal aus. Komm mal rüber, Kinder. So, Deckel auf. Wir gucken mal rein. Es gab so ein paar Dinge, die mich da wirklich überzeugt haben bei der ganzen Sache. Da werden wir gleich nochmal drauf eingehen. Oh geil, diese Satisfying-Dinger. Ihr kennt ihr das? Ui, Pizzastein ist dabei. Und da ist auch schon was ganz Besonderes. Der ist nämlich drehbar hier bei diesem Pizza Pronto. Okay, hier ist der Rest vom Stein, der dann in den Ofen reinkommt. Auch schöne Materialstärke, ne? Das sind hier bestimmt 1,5 cm. Ey, kennt ihr das? Wenn sich auch schon geil auspacken lässt, da habe ich schon so richtig Bock drauf. So, also geil verpackt. Die Kiste ist auch schwer, ne? Also da ist richtig Material dran. Das ist jetzt kein Spielzeug, sondern das ist wirklich ein geiler Pizzaofen. Oh yeah. Oh, junger Vater. Klarer Fall, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Das Ding ist für draußen, ne? Wie gesagt, das ist kein Spielzeug. Ey, ist schon geil, wenn du es anfasst, keine scharfen Kanten und so. Ne? Das ist hier, man merkt die Wertigkeit schon direkt beim Auspacken. Keine schwachsinnige Verpackung, sondern nur das, was es braucht und gut ist. Geil, das Ding kannst du halt zusammenklappen, nimmt halt wirklich auch wenig Platz weg. Ne? Das heißt, mobile Lösung ist es natürlich auch zum Campingplatz oder. Ist das Ding dabei. Klappbare Füße. Hier unten dran hast du nochmal quasi Kunststoff, sodass du dir auch die Auflagefläche, wo du den Ofen draufstellst, nicht verkratzt. Finde ich auch schon mal ganz geil. Und das ist echt cool. Weißt du? Kennt ihr das, wenn ihr so über diese Edelstahlsachen, diese Blechsachen so drüber geht und hast echt immer Angst, dass du dir in die Pfoten schneidest? Habe ich hier zu keinem Zeitpunkt tipptopp verarbeitet. Sehr gut. So. Ich muss ja gucken, dass ihr auch was seht, ne? Er ist auch hübsch, gell? Schöne Farbe. Mag ich. Wir holen mal raus, was hier drin ist. So, hier steht drauf, zeig mal her, als erstes Schraube aufdrehen. Ah, okay. Transportverpackung, klarer Fall. Aufdrehen, oh, das ist Metall. Rausnehmen, Transportverpackung, wieder reinsetzen und wieder zudrehen. So, jetzt sitzt das hier wieder drauf, weil das ist der bewegliche Teil nachher und das ist der geile Unterschied, das macht das Ding so special. Hier haben wir natürlich auch noch ein bisschen Zubehör. Ist ja klar, was brauchst du? Vernünftige Pizzaschaufel. Musst du dir nicht extra holen, ist dabei. Und auch die klappbar. Sehr schön. Ah, guck mal hier. Patent. Geiles Teil. Auch schön massiv. Keine Ecken, keine Kanten. Top. High Quality. So soll es sein. So, da haben wir den Pizzastein. Der kommt jetzt hier oben drauf. Passt direkt. Kein langes Fummeln. Und dann hast du hier natürlich noch quasi... So, sitzt alles. Guck mal. Hier drüben an der Seite haben wir dann einmal den Regler fürs Gas. Schließen wir gleich an, kommt ganz normal eine Gasflasche dran. Und hier hast du den Knopf. Ey, geil, das scheint eine Übersetzung zu haben. Du drehst hier ganz leicht und drin dreht sich die Pizza. Das Geile dabei ist, du sparst dir dann halt nachher, du musst nicht mal rein, Pizza drehen, wieder rein und, sondern du kannst hier einfach eins, zweimal drehen und dann... ist die Pizza rundherum geil gebacken, weil der Ofen natürlich immer, wenn die Tür nicht zu ist, und so ist das nun mal bei diesen Outdoor-Pizzaöfen, ist der Ofen immer ein bisschen heißer hinten, ganz klar. Und damit die Pizza gleichmäßig backt, ist das natürlich ideal. Da werden wir mal die Gasflasche anschließen und dann ist da nicht mehr weit bis zum Pizzabacken, weil das Ding hier heizt in 15 Minuten bis auf 400 Grad hoch. Freunde, und während der Ofen vorheizt, können wir ja schon mal so ein bisschen das machen, was wir machen müssen. Ich habe mir hier einfach zwei Dosen schön stückige Tomaten rausgeholt. Ne? Dann macht ihr hier ein bisschen Salz rein, ein bisschen Pfeffer rein. Und ich mache immer so ein bisschen getrocknete Kräuter, italienische Kräuter. Und damit habt ihr eigentlich schon alles, was ihr braucht. Ihr könnt noch Knoblauch und, das ist alles möglich. Ich verzichte jetzt hier drauf, weil der geile Tomatengeschmack steht bei mir im Vordergrund. Freunde, wenn es um Pizzateig geht, ihr wisst genau Bescheid, da gibt es wirklich hunderte verschiedene Varianten. Ne? Ich habe jetzt hier schon einen vorbereitet, von gestern auf heute. Es gibt schnelle Teige, es gibt welche, die gehen 3 Tage. Da könnt ihr euch wirklich ausprobieren. Relativ einfach, ihr ladet euch einfach die MyTefal-App runter und da findet ihr auch Rezepte und. Checkt es auf jeden Fall mal aus. Es gibt hier wirklich einiges zu sehen und ja, ich kann es euch nur empfehlen. Die gehört nämlich kostenlos dazu. Tomatensauce ist fertig.
Ich habe überlegt, jetzt machen wir uns noch so ein paar schöne rote Zwiebeln. Ich habe da nämlich schon Bock drauf. Einfach hier fix über den Hobel gezogen. Da haben wir schöne dünne Scheibchen, die wir auf unserer Pizza oben drauf verteilen können. Super, komm, wir machen noch eine dazu. Ey, Zwiebeln können bei mir immer reichlich rein. Da stehe ich voll drauf. Und was auch ziemlich geil ist, kann ich euch empfehlen. Wenn ihr Champignons auf eurer Pizza mögt, schnappt euch hier so ein paar Champis und zieht die auch ganz fein über den Hobel. Das, was dabei rauskommt, das schmeckt so geil nach Champignon. Das ist wirklich, wirklich gut. Und das kommt dabei raus. Perfekt. Und guck mal, während der Ofen hochheizt, könnt ihr euch eure Zutaten vorbereiten. Ne? Das Einzige, was halt immer ein bisschen mehr Zeit braucht, ist natürlich der Pizzateig. So, den habe ich jetzt hier, bevor wir Pizza backen, auch schon mal ein Stündchen anderthalb früher rausgeholt. So, erster Ball direkt rausgeholt. Den habe ich natürlich so ein bisschen in der eingeölten Form drin, klarer Fall. Ne? Und was ihr da macht, immer schon mal ein bisschen Semola drauf. Und dann könnt ihr den jetzt auch mit der Hand rausarbeiten. Das ist nämlich das Geile dabei, wenn man kein Nudelholz verwendet, sondern hier einfach schön rund versucht zu wirken, ohne dass er aufreißt. Dann habt ihr ja so einen geilen Homemade-Charakter auf jeden Fall. Sehr schön. Und die Semola unten drunter, ne, auf dem Pizzastein, das wirkt dann nachher natürlich so geil. Du hast dann unten so eine schöne Kruste drunter, das schmeckt bombig. Ja? Ein bisschen Tomate oben drauf. Und da lieber ein bisschen weniger als viel zu viel, ich sag's euch. Nicht, dass ihr durchsuppt. Und ich sage euch, guck mal, die ist jetzt so ein bisschen viereckig hier. Ne? Aber wenn wir die gleich auf dem Pizzaschieber haben, beziehungsweise wenn die Tomatensauce drauf ist, dann können wir die noch so ein bisschen rund rausarbeiten. Und ja, die stückige Tomatensauce lässt sich immer ein bisschen schwieriger verarbeiten, aber ich finde, der Geschmack macht es auf jeden Fall weg. Ein bisschen Käse drauf. Und vor allem, ich bin ja jetzt kein großer Randfreund. Ja? Leute, die mich kennen, die wissen das ja. Aber ihr könnt natürlich hier selber bestimmen, wie soll er denn, wie ausgeprägt soll er sein. Wenn ihr sagt, okay, ich belege bis zum Rand, dann ist halt bis zum Rand belegt. Ne? So, und jetzt kommen wir hier. So, ich habe mir eine schöne italienische Salami besorgt. Ey, auch eine scharfe wird voll geil gehen. So, ne? Ja, so Salami, Schinken, finde ich schon gut. So, und dann hier schönen italienischen gekochten Schinken für die volle Pizza, Dröhnung fürs gute Erlebnis. Spart nicht an den Zutaten und macht euch halt drauf, was ihr wollt. Ihr könnt es mir gerne mal unten reinschreiben, was da so euer Favorite ist. So, jetzt machen wir hier noch von den fein geschnittenen Champis drauf. Ey, ich finde, das sieht jetzt schon so geil aus. Ich habe richtig Bock drauf. So, ein paar Zwiebelchen. Das ist halt geil, ne? Wenn du hier schön Ringe gemacht hast, schön dünn, dann wird es auch was. So, Kinders, geil! So, dann gehen wir her. Ein bisschen Semola auch hier drauf. Und dann mit dem Pizzaschieber drunter. Und dann geht es auch schon rein in den Ofen. Ja? Einfach nach hinten durch. Pizza drauf. Und backen lassen. So, Kinder. Oh, yes, Baby. Ich habe mir hier schon mal ein Schneidebrett geholt. Ey, da kann aber die Pizzeria bei euch um die Ecke einpacken. Sag ich euch, wie es ist. Boah, wunderschön. Boah, sieht die geil aus. Ey, wir probieren direkt. Ey, was eine Gaudi, oder? Vor allem, es geht so schnell, braucht ihr euch gar keine Platte mehr machen. Wer will welche? Du hast einfach alle Zutaten da. Und jetzt bin ich echt gespannt. Es wird so heiß sein. Ey, das ist genau das, was ich will. Ihr könnt auch locker mal so eine neapolitanische Pizza machen oder. Fuchst euch da gerne mal rein, das macht einen riesen Gaudi. Ich sag's euch, man ist ja auch stolz drauf, wenn man es so selber gemacht hat, ne? Ich lasse jetzt das Team probieren und dann backen wir noch eine. Freunde, die erste war ja schon ganz geil. Ja, jetzt hat's geschmeckt, oder? War gut? Gut, perfekt. Meine zweitliebste Pizza, immer Thunfisch, Zwiebel, Pilze. Also wieder ein bisschen Semola drauf. Teig ausbreiten. Oh ja. Diesmal mache ich es ein bisschen kleiner. Sehr schön. Wieder Tomatensauce. Und das Geile ist, ey, es braucht keine 90 Sekunden, ist die Pizza fertig. Ne? Und es ist halt was ganz anderes, als ob du das zu Hause im Backofen backst. Ne? Muss man ganz klar sagen. So, jetzt ein bisschen Thunfisch drauf. Thunfisch, Zwiebel, bisschen Pilze. Ja. Wer mag das nicht? Ich glaube, die ist auf der Liste der beliebtesten Pizzen ziemlich weit oben. Ey, jetzt kommt wieder die Frage, ne? Ananas, ja oder nein? Ich habe keine da, aber soll ja Menschen geben, die finden es gut. Ab und zu mag ich das auch mal. Einfach noch ein paar Pilzchen. So, jetzt machen wir uns hier noch mal ein bisschen Käse oben drauf. Ich weiß, viele von euch triggert das zu Hause. So, sehr schön. Dann gehen wir wieder her. Pizzaschieber drunter. Komm her, Baby. So, und das Geile ist, der passt ja da exakt genau rein. Nach hinten. Schon liegt sie auf dem Drehteller. Und das ist das Coole, ne? Du hast hier drüben
dieses kleine Rädchen. Und da kannst du die Pizza so drehen, dass sie von allen Seiten gar wird. Und du musst es nicht die ganze Zeit machen, sondern du drehst einfach zwischendrin mal um. Und zack, ist auch schon die nächste wieder fertig. Oh, yes, baby. Oh, geil, die Kruste oben drauf. Ja, hier war ich ein bisschen weit hinten und so, aber ja, das geht noch durch, das geht noch durch. Gültiger Versuch, oder? Guckt euch das doch mal an, wie wunderschön das ist. Boah, habe ich jetzt Bock drauf, die zu probieren. Guck mal hier. Schön knusprig geworden. Ey, mit Cheesy oben drauf, Bombe. Guck mal, das kriegst du halt, ich zeig's euch mal hier. Da siehst du halt auch, dass der 400 Grad heiß ist, ne? Der Teig, schön aufgegangen, außen knusprig, genau das willst du haben. Und vor allem auch oben drauf, der Käse hat eine schöne Kruste, die Sachen werden gar. Und das ist ja immer das, wo du im Backofen, wenn du da rummachst, Riesenproblem. Und was ich halt richtig geil finde, dass du nicht immer rumfummeln musst, ne? Dass du das Ding mit dem Pizzaschieber wie ein Pizza-Weltmeister die ganze Zeit drehen musst, sondern gehst einfach ans Rädchen, dann machst du vorne hin und 90 Sekunden später hast du das. Also ganz ehrlich, Freunde, so jetzt aber. Teigrezept natürlich in der MyTefal-App, alles kein Problem, ne? Findet ihr da? Wenn ihr auch Bock habt, zu Hause so geile Pizza nachzumachen, besorgt euch auf jeden Fall den Pizza Pronto von Tefal. Alle Links und alles, was ihr braucht, findet ihr in der Videobeschreibung. Und hey, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr dürft mir gerne den Kanal abonnieren, das kostet nichts und schmeckt gut, wissen wir es nicht seit gestern. Daumen nach oben, netten Kommentar schreiben, wir sehen uns demnächst. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich verabschiede mich mit ein paar leckeren Slices auf Pizza.